Hallo Leute, es geht weiter mit 400 Days. Wir haben nur noch zwei Personen, Vince und Wyatt. Und die Entscheidung ist auf Wyatt gefallen. Also legen wir mit ihm direkt mal los. Schauen wir uns seine Geschichte an und hoffen das Beste. Wyatt, Tag 41. God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Hurry up, Eddie! Here, man. Shoot! Get him, man! Jesus, man. Jesus. Holy shit, man, did you get up? Are they back there? Wyatt? Dude, are they there or not? See, rein gar nichts. Wyatt, talk words at me, man! I don't see anything. Are you sure? Those guys wouldn't just give I said up. I don't see anything. Here, I'll turn off. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, voll actionreich hier. Feel that look on me, man. I'm not being an asshole, I'm being smart. No lights, no, you know, they can't see us. Ein Unfall würde uns jetzt auch nicht weiterhelfen. Ich nehme an, das macht Sinn. I can't see a damn thing out here, man. Just, man, this is so fucked. I guess that makes sense. Yeah, it makes sense, Wyatt. God, I can't believe we're in this shit. Don't barf just yet, okay? Please, this road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't Boah, want that guy in my life, Unfall. Wyatt. Und wenn etwas auf der Straße liegt, Gott, wie konnte das so schief gehen? What if there's something in the road? Doesn't matter. We gotta get the fuck away from those guys. They are A-grade fucking mental. Let there be light, huh? Dude, shut up. Naja, gut. See? It's fine. Road straight as my dick. You think we're in the clear? Vermutlich ist alles in Ordnung, nicht bis wir auf diesen Nebel rauskommen. Probably fine. We don't even know where we are. Yes, we do. We're in the middle of the hills have eyes. The hills have lips. The hills have balls. The balls have eyes? Was quatscht der da? Aber echt. Dude, leave me alone. It's been a long night. All right, let's Tom Cruise out of here. Bitte sag nie wieder was. Wieso hattest du keine Freundin? Wirklich? Really? See if there's still any sticky in the glove box. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. Ist mir egal, such dir dein eigenes Gras. Ich würde eher die Pistole laden. She was 5, I think. Her dad took her to the circus sideshow. They walked around for a while. Saw the chick with two heads. Saw a dude with lobster hands. Some kind of monkey human with a... Think loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but okay. Shit! Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Sah aus wie ein Walker. Wyatt, come on, man. Say something. Was that a dude or not? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. The fucking fog. This night is so fucked, man. It didn't look human. Alive. Whatever. Really? Seriously? I mean, seriously? Look me in the eyes and say that. Ich kann nicht. Ich könnte mich auch irren. I could be wrong.
I'm just saying it didn't look human to me. You are wrong. Why do you even ask me if you're not gonna listen? Obviously, because I thought you'd agree with me. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll, like, tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? War jetzt aber auch nicht grad. Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Oh, man. You think the blood on the windshield is fresh or rotten? Is that the mirror from the car? Can't tell from here. What's that, way out in the road? Man, don't look at yourself. This is serious. I wasn't. Whatever, man. Keep looking. Ja, ich guck ja schon überall, wo ich kann. Man, I'm really not seeing anything. Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. Look. Wyatt. It was a guy. Are you sure? Yes. Ich will die Pistole. How sure? Pretty fucking sure. Ich will die Pistole. Don't pay for sex drunk, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. Was mit dem Typen im Truck? What about the guys in the truck? Man, fuck those guys! If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Und wenn er so draußen wie diese Typen im Truck, wir können die ganze Nacht hier bleiben. We can't just hang out here all night. Out and back in, that's all I'm talking about. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Ich gehe, gib mir die Waffe. Dude, I'm the one who got us into this. I'm the one who hit him. Should be me going. Then why did you ask which one of us should go? Oh, sorry. Next time I get into this exact crazy fucking situation, I'll figure out how I feel before I talk. Okay. Well, shit. Okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Alles klar, na schön. Auf keinen Fall, Mann. Du spinnst, hast du völlig den Verstand verloren. Fine. Okay, cool. Good. This is good. We need to hurry up. Mach schnell jetzt. You ready? Yep. Man, I can't believe I'm doing this. Aber shit. Echt. Dude, 2 seconds. It's over. Okay. All right, 2 out of 3, yep. Right? Sure. 1, 2, 3, go. Okay. Fuck! What are the chances of that? Okay. 1, 2, 3, go. What the fuck, dude? Play the game, okay. Come on. 1, 2, 3, go. Alles klar, gewonnen. Shit. All right. Okay. All right. 1, 2, 3, go. Okay. I knew you'd pick rock. You always pick rock, dude. It's stupid. All right, dude. This is it. Shit. 1, 2, 3, go. Shit. Okay. Damn, man. Killed those scissors. Son of a bitch. All right. I got this. Be careful, dude. Ja, dann ist ja gut, dass wir verloren haben, weil ich wollte auch rausgehen. Ich wollte das schon selber machen. Ja, was soll ich sagen? Ihr lebt ja alles gerade selber mit. Was ist da? Nicht gut. Ich schätze hier auf einen Walker, aber ich weiß es nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich eine gute Deckung, ne? Für die Leute, die da auf der Jagd nach denen sind, aber ich würde auch im Auto fahren. Ja, ich bin dabei. Was ist das? Rucksack. It'd be great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. All right, I guess I'll just keep talking to myself out here because that makes sense. Mhm.
Okay, müssen wir wohl noch ein bisschen weiterlaufen, weil es so schön ist. Ich weiß überhaupt nicht, wo lang, geradeaus. What the fuck is taking so long? Da ist wieder irgendwas. Blut. Oh oh. Okay, da hinten. Oh, da lebt einer. Hey, man. You okay? Why the hell am I following this thing? Nothing good's at the end of it. Ja, was liegt denn hier auf so einem Reifen? Bella? You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you. Ja, genau. Man, I wish I was high right now. Please, just say something, mister. Sag was oder ich knall dich ab. Ey, nein, du bist bescheuert? Shit. Are you okay? Sir? Can you hear me? Looks like he's pretty out of it. Jesus. This is bad. Man, this guy's a cop. Ja, cop. Das ist ein Walker. Please be okay. Shit. Kann es sein, dass die da irgendwie nichts von Walkern wissen? Das kommt mir so vor, als hätten die da keine Ahnung. Ja, der hat irgendwie keine Ahnung, ne? Und jetzt? Was ist, wenn der andere aufsteht? Habe ich genug Muni? Sorry, dude. Gotta split. Was ist denn hier? Ich höre einen Walker, aber ich sehe nichts. Da. Okay, ich höre noch mehr Walker. Ach da. Ja, komm her. Was mache ich hier? Wieso kann ich nicht zurückgehen? Was mache ich hier? Da kommt ein Auto. Come help me, man! Penny, it was a guy! I'm in trouble! Come help me out! Ich konnte nicht schießen. Habt ihr das gesehen? Also, das war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe null schießen können. Ich konnte nur noch reden. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Hallo, das ist jetzt... Ey, wie kacke. Ich habe das so gut gemacht. Ja, jetzt kann ich... Ja, toll, jetzt kann ich nochmal alles machen. Das hat's gebracht. Ja, ist schön. Warum konnte ich denn die ganze Zeit nicht schießen mehr? Wie blöd, ich habe ihn ja gesehen und gehört. Komisch. Ich entscheide natürlich... Sorry, dude. Gotta split. Ja, ich entscheide natürlich genauso wie vorher. Dünne, 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 dünne. Ihr kennt das ja schon. Runde 2. Danke fürs Schießsymbol. Ich komme ja schon. Ich komme. Und der andere kam von links, soweit ich weiß. Es sei denn, mir fehlt noch einer. Ach. Da kommt das Auto, okay. Okay, das war der Walker, den ich gerade nicht erschießen konnte. Glaube ich.
Penny! Nee, das ist der Walker. Come help me, man! Penny, there was a guy! I'm in trouble, come help me out! Penny, come on! I'm too fat for this! Come on, man! We was just getting started! Okay. Oh nein. So viel Schuss habe ich doch niemals, oder? Oh nein. Scheiße. Jetzt ist er einfach weggefahren, ne? Oder was? Oder wie? Ich habe das jetzt gar nicht... Oder kamen die anderen jetzt und deswegen ist er weggefahren? Was war denn das jetzt? Das war irgendwie komisch. Das war sehr kurz und... Oh, mein Mülleimer. Was war denn das jetzt? Okay. Ich versuche irgendwie immer zu kombinieren, weil ich immer noch so das Gefühl habe, dass beim letzten Part, dass das hier Ding ins Bums, dass die halt die Vorräte geklaut hatten. Und ich versuche das halt miteinander zu kombinieren. Aber welche Situation hatten wir, dass Leute, andere Leute gejagt haben? Oder dass Leute halt geflüchtet sind irgendwie und zu einer Gruppe gehörten? Okay, weiß ich nicht. Kann ich gerade noch nicht zuordnen, vielleicht fällt mir das am Ende des Parts, also nach der Aufnahme ein. Manchmal denke ich dann immer nochmal über die Sachen nach, die ich gespielt habe. Aber was war es auch am Ende? Okay, gut, jetzt bis auf den Walker, den ich nicht erschießen konnte oder den ich halt so nah an mich ranlassen musste, damit ich ihn überhaupt wieder erschießen kann. Ist der Freund jetzt weggefahren? War das jetzt gut? War das jetzt schlecht, was ich da entschieden habe? Ich habe das irgendwie jetzt nicht so... Muss ich sagen, ging mir jetzt nicht so nah wie die anderen Geschichten. Das fand ich schlimmer. Ich fand es jetzt auch gar nicht schlimm, dass wir selber rausgegangen sind und da nach dem Polizisten gesucht haben. Ich finde das gut, wenn einer im Auto bleibt, das für den Fall, dass man halt schnell wieder zurückrennt. Das Ding ist, ich hätte halt, wäre jetzt gerne mal zum Auto gelaufen, so dass er sich halt wirklich mal beeilt und nicht so dieses Rumgeschlurfe, sondern so richtig, ja, losrennen zum Auto und nicht dieses Gelatsch und, hey, du, hier sind ein paar Walker, fahr weg, komm, hilf mir, ja... Kein Wunder, dass der andere da weggefahren ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, ich gucke mir das nochmal an. Irgendwie gucke ich mir das nochmal an, um das irgendwie zu kapieren. Weil so richtig... Ja, und was heißt das jetzt für den Wyatt? Ist der jetzt... Also, weil der jetzt alleine zurückgeblieben ist, ist das so das Risiko, um das es ging, dass wir Wyatt halt alleine im Wald ist und... Irgendwann geht ihm die Munition aus, irgendwann kann er sich nicht mehr gegen die Walker verteidigen, die ja da scheinbar in diesem Sumpf zahlreich herumgelaufen sind. Dass das so die Gefahr ist, ja, dass man da halt eigentlich nicht rausgehen sollte. So, ich weiß nicht, fand die Entscheidung aber gut, den Polizisten in Ruhe zu lassen, dem nicht mehr zu helfen, weil ganz ehrlich, der sah für mich nach Walker aus und ich hatte irgendwie das Gefühl, als wüssten die gar nicht, was das sind, als hätten die noch nie gesehen. Aber wer könnte die verfolgt haben? Und warum? Ich weiß es nicht. Und der Polizist, überlege ich auch gerade, kannte man einen Polizisten? Hm. Vielleicht erfahren wir ja noch etwas mehr, wenn wir uns unseren lieben Vince angucken. Vince, ja, vielleicht könnte das ja einen Zusammenhang mit der Wyatt-Geschichte haben. Hm, ich weiß es nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, der Part ist beendet. Und als letztes von 400 Days nehmen wir dann Vince. Übrigens, Steinschere Papier, ne? Steinschere Papier hat Spaß gemacht, aber leider habe ich verloren. Aber wie gesagt, ich wollte auch raus, von daher ist in Ordnung, weil auf den anderen Typen hätte ich mich nämlich auch nicht so verlassen. Aber ich glaube, hätten wir gewonnen, hätte er rausgemusst, dann hätte ich mich natürlich gefragt, was ist im Auto los? Was passiert da gerade? Schade, dass man das jetzt gerade nicht weiß. Aber okay, so ist es halt gelaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.